Yay! Hallo alle zusammen! Endlich geht's weiter mit unserem Let's Draw Manga bei unserem schönen Bild. Und ich muss sagen, das dauert mir alles viel zu lange hier. Ich werde mich jetzt ein bisschen beeilen. Kann also sein, dass ich diese Folge ein bisschen weniger quatsche. So, ich habe jetzt hier einfach irgendeine Farbe übertragen. Ich habe jetzt zwischendurch mal an einem anderen Bild weitergezeichnet. Ich habe ja jetzt ein paar Aufträge zur Zeit und da zeichne ich nebenbei natürlich noch an anderen Bildern, deswegen war jetzt die Farbpalette hier ein bisschen anders. Also hier die Farben, die hier eingestellt waren, ne? Ja, hier ist noch ein Haus, was ich übersehen habe. Ja, und dann versuche ich, das einfach hier so schnell wie möglich zu machen. Zumal ich mir was ausgedacht habe für den Hintergrund, dass wir das nicht ganz so genau machen müssen. Ah, sorry, der Ton war bestimmt zu leise eingestellt, ne? Hört ihr mich jetzt besser? Ich hoffe, ihr habt alles verstanden, was ich gesagt habe. Ansonsten sage ich es jetzt nochmal. Die Farben hier, die waren ein bisschen anders eingestellt, weil ich ja zwischendurch an einem anderen Bild weitergezeichnet habe. Ich habe jetzt ein paar Aufträge drin und so. Und ja, da ist das schon okay, dass ich das jetzt hier nachträglich mit der Pipette mal übernommen habe, den Schatten. Hoffe ich, dass ich jetzt ungefähr die Farbe hier erwischt habe. Müsste aber eigentlich. Ja, und ich versuche mich jetzt hier ein bisschen zu beeilen, weil, ja, das Let's Draw ist für meinen Geschmack schon ein bisschen zu lang. Und kann deshalb sein, dass ich deswegen ein bisschen weniger reden werde, um einfach mal schneller voranzukommen. Ne? Kann ja nicht sein, dass wir hier so lange dran sitzen. Und ich erreiche ja bald meine 1500 Abonnenten. Haha. Und da werde ich ein kleines Special wieder für euch machen. Wahrscheinlich so, ich habe mir gedacht, dass ich eine I Paint Your Dreams Aktion mal wieder mache. Wo ich ein Video poste und die Aktion vorstelle nochmal. Und da könnt ihr dann euren Lieblings-Anime, Film, Game, Charakter, Comic, Manga, Anime-Charakter posten in die Kommentare, ne? Und dann lose ich da einen aus. Und den zeichne ich dann und mache davon ein Speedpaint. Boah, so sieht's aus. Das ist meine I Paint Your Dreams Aktion. Und ja, die habe ich ja auch schon ewig nicht mehr gemacht, ne? Deswegen würde sich das ja anbieten, das mal wieder zu machen. Jo. Und dann freue ich mich auf eure Vorschläge. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch jetzt schon welche posten, aber bitte dann später nochmal posten, ne, bei dem Video. Weil im Let's Draw, das sind ja so viele Videos. Nicht, dass ich das dann nicht mehr wiederfinde mit eurem Lieblingscharakter und so, ne. Ja. Also doch besser nur später posten. Jetzt macht es eigentlich noch keinen Sinn, aber wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch jetzt schon hinschreiben, was ihr haben wollt für einen Charakter. Also da ist wirklich jede Richtung möglich. Nur aus einem Buch ist schlecht, ne, weil da muss ich das Buch erst lesen, um da zu gucken, ja, wie ist denn der Charakter, ne. Und das wäre ein bisschen suboptimal, also deswegen entweder Spiele, Film, Manga, Anime, Comic, ja, sowas halt, wo es da eben Sachen im Internet gibt, wo man den Charakter dann auch ein Bild von ihm findet, ne? Ja, und wegen meiner Ausbildung, die ich jetzt starten möchte im Oktober, sieht gar nicht so schlecht aus. Also, da war ich heute zum Bewerbungsgespräch. Ich habe da schon meine Bildermappe abgegeben und so. Und die waren eigentlich recht beeindruckt von meiner Mappe. Die war für sie auch recht ausführlich und hübsch und ja, zwar ein bisschen Manga-lastig. Die haben mir immer wieder gesagt, heute beim Bewerbungsgespräch, dass ich wirklich verschiedene Sachen zeichnen muss. Also, dass ich wirklich verschiedene Stile drauf habe und nicht nur Manga. Und darauf habe ich mich ja geistig auch schon eingestellt, dass ich da was ändern muss. Und ja, ich bin ja auch an anderen Stilen interessiert. Ich bin daran interessiert, natürlich auch zu zeichnen. Alte Schule, ne? Dass man da ein bisschen mehr auf die Anatomie achtet, dass man vom Manga so ein bisschen wegkommt, mehr realistischer alles gestaltet
Und dass es auch schnell gehen muss, ne? Man darf nicht zu lange an einem Bild sitzen. Da werde ich mich auch noch überwinden müssen, weil ich sitze ja ziemlich lange an einem Bild. Momentan noch, ja, ich übe schon dran, dass ich schneller werde. Ja, und es ist ganz okay. Also ich bessere mich jetzt auch. Ne? Und ja, also die öffentliche Zusage, ob ich angenommen bin an der Akademie, kriege ich erst morgen. Aber mir wurde da schon so zugeflüstert, ja, kannst dich freuen, ist eigentlich schon so gut wie sicher, ne? Und ja, also kann ich mich freuen, dass ich da wahrscheinlich angenommen werde. Ich will es nicht herausfordern, deswegen sage ich es nicht direkt, dass ich angenommen bin. Aber ich darf mich freuen. Ja, ach Mann, ich bin da so stolz drauf. Zumal die voll wenig Plätze vergeben, ne? Die nehmen ja bloß eine Klasse, stellen sie bloß zusammen. Und die besteht aus 20 Mitgliedern nur. Jetzt müsst ihr euch mal überlegen, das ist voll wenig. Ne, man kann sich das ganze Jahr über bewerben für diese eine Gruppe, für diese Klasse. Und ich bin da wahrscheinlich mit drin. Ich bin da total stolz drauf. Ey, hätte ich das vorher gewusst, dass so wenig Leute da gesucht werden, so wenig genommen werden, dann wäre ich da mit einem viel schlechteren Gefühl ins Bewerbungsgespräch reingegangen. Echt, da hätte ich nicht gesagt, och, ja, wird schon alles werden. Ich bin ja gut, die nehme ich schon. Weil so bin mit der Einstellung bin ich rangegangen. Ne, aber hätte ich das vorher gewusst, dass sie so wenig Leute nehmen, das ist schon krass, ne, dass man da genommen wird. Also es ist schon eine richtige Ehre, auch wenn man viel bezahlen muss. Aber ich bin da richtig stolz drauf, bin richtig verblüfft, als ich das gehört habe. War erst bei die Kinnlade unten, ne? Habe ich auch erstmal gesagt, was? 20 Leute nur? Ist ja krass. Und die, ja, ist ja auch klar, wir wollen ja alle gut ausbilden und dafür ist eine große Klasse eben suboptimal, dass dann eben eine kleine Gruppe sich besser macht, dass dann jedem auch alles gründlich vermittelt wird. Und das finde ich so klasse, ey. Ich bin da total Fan von der Games Academy. Also falls ihr da mal die Chance habt, da den Workshop mitzumachen, der ist meistens so Juli, August, so im Sommer, ne? Wenn da Sommerferien sind. Und ja, dann scheut euch nicht, da ein bisschen Geld auszugeben. Also mich hat es 250 Euro gekostet. Es gibt doch da Projekte, Rabatte, da könnt ihr 2 Wochen für 125 Euro belegen. Für mich war es die Hälfte der Zeit für doppelten Preis, ne? Das ist schon krass. Und nee, 250 Euro. 250 Euro für 2 Wochen vergünstigt, ne? Und ja, ich habe da die Hälfte gemacht der Zeit und habe auch 250 Euro bezahlt. Naja, wenn man da nicht in so einem Programm drinne ist. Naja, enttäuscht war ich nicht. Also es geht. Die 250 Euro, die konnte ich noch auftreiben. Ich muss dann nur gucken, dass ich das alles finanziert bekomme, dann später die Ausbildung, weil es ja doch ein bisschen kostenintensiv ist. So, ich habe die Aufnahme mal wieder abgebrochen, ne? Jetzt geht's weiter. Ich hoffe, ich nerve euch nicht so viel mit dem Thema, aber mich interessiert es eben gerade richtig dolle, ja, weil es eben meine Zukunft ist, ne? Und ja, deswegen informiere ich euch auch gern viel darüber, weil ich es eben so toll finde. Und dadurch lernt ihr mich auch mehr kennen, ne? Für was ich mich so interessiere, was ich so mache. Und da denke ich, ist das keine schlechte Idee, euch da viel drüber zu erzählen. Und ja, wenn ich die Ausbildung mache, also ich mache sie definitiv, dann werden die nächsten 2 Jahre ein bisschen mau werden, ne? Von den Videos her. Da werde ich nicht mehr großartig Zeit haben, YouTube-Videos zu machen, weil die Ausbildung einen wirklich sehr beansprucht und ja, einnimmt, ne? Weil wir da viele Projekte haben werden. Und vor allem im ersten Semester, da werden sehr viele Inhalte vermittelt. Auch Grundfächer kommen auch noch dazu, wie Mathe, Physik, Englisch, Deutsch. Das ist dann alles ganz viel und Prüfungen muss ich machen und was weiß ich alles. Und da werde ich dann nicht sehr viel Zeit haben,
weiter sehr viel auf YouTube zu machen. Ich werde versuchen, Tutorials zu machen, wenn ich die Zeit finde, was ich da so lerne, was ich gelernt habe. Das könnte ich noch machen, aber da weiß ich auch gar nicht, ob das erlaubt ist, ob ich da die Inhalte einfach ins Internet stellen darf, versteht ihr? Da werde ich dann auch erstmal die Dozenten fragen, ob ich das machen darf überhaupt, weil ich will auch keinen Ärger bekommen mit denen. Weil das ist schon richtig krass, was die damit untermachen. Die entwickeln ja Spiele, ne? Und nehmen dann auch an Wettbewerben teil und so. Und wenn ich dann irgendwelche Geheimnisse da ausplaudere, aus Versehen, dann wäre es ja doof wahrscheinlich, ne? Für die auch, wenn sie da Spiele veröffentlichen wollen und so weiter. Versteht da sowas wie Betriebsgeheimnisse, dass ich da nochmal mich informiere, ob das okay ist, dass ich euch dann ein paar Sachen beibringe. Und wenn nicht, na, dann werde ich euch eben da nicht alles zeigen, sondern nur ansatzweise. Und wenn ich die Ausbildung beendet habe, dann kann ich euch ja immer noch alles zeigen. Ne? Dann bin ich da ja nicht mehr verpflichtet, irgendwas. Ah, keine Ahnung, ich weiß es auch gar nicht. Vielleicht darf ich auch ganz viele Tutorials machen. Vielleicht sind die auch da gar nicht so. Ich schätze sie jedenfalls nicht so ein. So, ich wollte doch nicht mehr so viel reden. So, jetzt haben wir das hier. Dann mache ich mal noch den Floß. Ja, das vereine ich mal nach unten, oder tue ich das nicht? Ne, ich glaube, ich verwische es erstmal. Oder muss ich es verwischen? Nein, muss ich nicht. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen verwirrend bin. So. Das gehört dahin. Dann male ich jetzt noch über die Häuser drüber. Dann mache ich eine Clipping Group, damit ich auch wirklich nur auf den Häusern male. So, dann füge ich dann da noch ein bisschen Schatten hinzu und so. Ja, was weiß ich hier, sowas halt. Dass es ein bisschen plastischer wird hier, nicht so flach aussieht. Ja. Ja, also wie gesagt, I Paint Your Dreams Aktion mache ich auf jeden Fall noch. In Let's Draw, ein weiteres werde ich dann so schnell nicht mehr machen. Aber ich glaube, das könnt ihr nachvollziehen, weil das hier eben sehr lange gedauert hat. Und ja, mal gucken. Ich habe keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Vielleicht habe ich ja dann trotzdem noch ein bisschen Zeit, was für YouTube zu machen. Ich habe keine Ahnung. Na? Wir werden sehen. Jedenfalls würde ich das sehr gerne machen, weil ist ja auch eines meiner Hobbys, hier Videos machen. Und ja, wäre schon schade, wenn ich da nicht mehr so viel dazu komme. Aber so ist das im Leben eines Künstlers, einer Künstlerin. Da muss man auf manche Sachen verzichten. Ja. Und ja, was auch noch auf mich zukommt, was ich ein bisschen doof finde, ist, wenn ich dann jetzt die Ausbildung gemacht habe, die Ausbildung dauert ja 2 Jahre, ne? Dann muss ich ja gucken, dass ich irgendwie in eine Firma, Spielefirma reinkomme, angestellt werde, dass ich für die zeichnen kann und so. Und ja, da sieht's mit Familie erstmal ein bisschen schlecht aus, ne? Weil ich bin ja schon 24 bin ich geworden im Juli. Oh Mann, ich muss immer so überlegen, weil Zahlen ist voll schrecklich. Ich weiß nicht mal, wie alt ich bin, ey. 24 bin ich, so. Und ja, da werde ich mich auch ein bisschen zurücknehmen müssen wegen Familiegründen und so, weil die Firmen, die suchen sehr junge Mitarbeiter, die eben wirklich das lieben, was sie tun und die auch wirklich alles da reinstecken. Also man wird kaum privat irgendwas Zeit haben, da noch nebenbei zu machen, geschweige denn eine Familie zu gründen, ne? Und das finde ich immer, ist, ja, das stimmt mich immer so ein bisschen nachdenklich, weil ich bin schon 24, wie gesagt, und ich will auch irgendwann mal Kinder haben. Ich kann auch nicht hier denn andauernd
für die Spielefirmen Überstunden machen. Nee, das Kind, das will dann ja auch was von mir, ne? Und ja, weiß auch nicht, wie ich das dann später mache. Eigentlich wäre es für mich gar nicht so gut, eine Familie zu gründen. Theoretisch, eigentlich müsste ich das alles über den Haufen werfen. Eigentlich dürfte ich auch nicht mal in einer Beziehung sein. Naja, darf. Natürlich darf man in einer Beziehung sein, wenn man in der Spielefirma arbeitet. Aber man hat dann echt sehr wenig Zeit und ich glaube nicht, dass mein Freund dann positiv davon angetan sein wird, wenn ich kaum noch Zeit mit ihm verbringen kann. Keine Ahnung, wie er da denkt. Er ist ja auch sehr beschäftigt, aber ja, weiß nicht. Das weiß ich da echt nicht. Ich muss da nochmal mit ihm drüber reden, wie wir das denn überhaupt machen. Ja. Also, ja, ist in jedem Beruf so, wer beruflich Erfolg haben möchte, der muss da so sein Privatleben so ein bisschen immer zurückstellen. Und das finde ich immer ein bisschen schade, weil, naja, keine Ahnung, Frauen, die können irgendwann keine Kinder mehr bekommen. Ne? Bei Männern ist das was anderes. Die können immer Kinder machen, aber bei Frauen, die können irgendwann kein Kind mehr bekommen, wenn sie zu alt sind. Dann werden so unfruchtbar. Und dann geht's nicht mehr. Und, oh, ey, das ist meine größte Sorge, dass ich zu spät mache. Wisst ihr? Dass ich überhaupt keine Zeit dann habe und zu spät reagiere und dass es dann nicht mehr geht. Weil ich einfach keine Kinder mehr bekommen kann. Das wäre voll schrecklich für mich. Boah, ey. Oh, am besten gar nicht dran denken. Vielleicht wird's ja auch gar nicht so schlimm. Wenn ich in einer guten Firma bin, dann unterstützen sie mich natürlich auch und bezahlen mir das auch alles dementsprechend, wenn ich Familie gründen möchte. Und so, ja. Ja, hoffe ich jedenfalls. Oh Mann, die Themen wieder, die ich hier anschneide. Eigentlich wollte ich gar nicht so viel reden. Was habt ihr davon jetzt? Ja, ihr müsst es ertragen. Ich labere ja nur. Ne? Ihr Arm. So. Ja, sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Ich versuche jetzt ein bisschen schneller als hier zu zeichnen. Dass es nicht mehr ganz so lange dauert hier. Huch. So. Ja. Und ja, ich habe mir eben was ganz Tolles überlegt für den Hintergrund. Ich habe es ja schon öfters angedeutet. Soll ich es euch verraten? Soll ich es euch verraten?